So, ich habe jetzt die erste Brücke, die ich nicht im Budget hatte, unterm Budget gebracht. Und können wir uns ja nochmal anschauen. Ich habe hier die Straße gebaut für Fahrzeug A, das da rüberkommt. Hier eine kleine Straße, hier die Hydraulik, dass er gleich die Brücke hochzieht. Und dann fährt mein Mini hier rüber und kullert hier einfach runter. Das können wir uns jetzt alles mal in Ruhe anschauen. So, der erste ist durch, das Boot kommt. Jetzt ziehen wir die Brücke hoch. Und wir sehen, macht einen kleinen Sprung, fährt weiter und kullert durchs Ziel. Und ist heil auf dem Kopf gelandet. Jo, und das war die erste Brücke, die nicht im Budget war. Die haben wir jetzt im Budget geschafft. Und jetzt mache ich einen Cut und schaue nach den anderen Brücken, wie ich die da nochmal weitermache. Und bis dann. So, jetzt habe ich die zweite Brücke, die nicht im Budget war, geschafft. Unter Budget. Ich habe hier so einen kleinen Kran hingebaut, der die Hydraulikbrücke durch den Schlitz nach oben zieht. Hinten an den Stahlträger und an den Kabel wird die Brücke befestigt, dass sie nicht nach vorne oder nach links weggeht. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier ist mal wieder sehr viel Rot im Spiel. Der landet ganz sicher auf dem Kopf. Hier ist auch sehr viel Rot wieder dabei. Also die Brücke ist anscheinend nicht die stabilste. Aber sie klappt. Und jetzt liegen sie übereinander. Maximalbelastung 93,8%. Okay. Das war die Brücke 2. Jetzt fehlt noch eine einzige Brücke. Und da gehen wir mal auf den Map. Und das werden die dann. Wie ich die jetzt mal aus. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ja, jetzt habe ich die allerletzte Brücke unterm Budget geschafft. Yeah, hurra, freu. Hat irgendwie einen Erfolg hier unten gekriegt. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ich habe jetzt hier einfach eine Straße unten gebaut mit einer kleinen Rampe, wo der Bus dann springen wird und der LKW springen wird. Da habe ich hier oben verstärkte Stahlträger oder Stahlträger reingebaut, weil die Holzlatten sind da immer zerbrochen. Ja, ach, schauen wir uns das Ganze einfach an. Ich habe noch ein bisschen Geld übrig. Ich könnte noch hier die Latte, die war noch ziemlich rot gewesen, könnte man austauschen. Die hier auch. Was kann man austauschen? Wenn man schon mal dabei ist, machen wir die noch. Ne, das oben war weniger Belastung. Machen wir da auch Holz rein und hier einfach Stahl. Ich denke mal, jetzt ist er noch mal ein bisschen stabiler. Hier ist noch ein bisschen dunkel, können wir auch noch stabiler machen. Aber was soll's, wir haben es ja schon geschafft. So. 92,3% Belastung. Ist auch ganz easy. So, jetzt war die Strecken. Entweder werde ich noch mal ein Video machen, wo ich alle Brücken schnell durchlaufe, einmal zeige, wie es gebaut wurde und wie er durchläuft.
Oder auch nicht. Weil die Leute, die sich die Reihe anschauen, die werden bestimmt die Brüder gesehen haben. Muss ich mal schauen. Aber dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich freue mich aufs nächste Projekt, was ich irgendwie mache. Mal schauen, welches das wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht habt ihr ja einen Vorschlag. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.